Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu einem Tag mit mir und meinen Schafen. In diesem Video meine 10 schönsten Lämmer von dieser Lammzeit jetzt hier. Und zwar, wenn man die sich halt so betrachtet in der Gruppe, ne, dann sehen die alle ja ganz schick aus. Und dann gibt es welche, die sind halt schicker. Und in diesem Video möchte ich euch meine 10 schönsten Lämmer von diesem Jahr zeigen. Viel Spaß! Ja, das waren jetzt die 10 schönsten Lämmer, die ich habe. Jetzt zeige ich euch nochmal das schlechteste, was ich habe. Und zwar ist das hier von einer Romanow-Kreuzung ein Drillingslamm, das einzige, was überlebt hat aus der ganzen Bande. Also das ist quasi so groß wie meine Hand, ist mittlerweile auch schon 10 Tage alt, entwickelt sich kaum weiter. Aber sowas kommt auch vor. Ja, was denkt ihr? Also ihr habt ja gesehen, wo meine Kriterien hingehen, wie ich mir das Ganze aussuche. Und schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr da die Rangliste genauso annehmen würdet. Bis zum nächsten Mal.